Also das ist ein Zero-Writer, heißt, das ist quasi eine Schreibmaschine. Ach. Es ist jetzt keine klassische Schreibmaschine mit dem komischen Buchstabengerippe da hinten drin. Ist da ein Display drin? Es ist, hat ein E-Ink-Display, ja. Das ist quasi, Okay. du kannst deine Texte schreiben, auf ein E-Ink-Display werden die angezeigt und nachher gespeichert. Dafür brauchst du ein Raspberry Pi Zero und ein Ink-Display und eine kleine Tastatur. Da gibt es ein Kit zum selber bauen, zum selber coden. Und das soll dafür sorgen, das hätten wir gebraucht für unsere Weihnachtsgeschichte. Du kannst nämlich quasi komplett ohne Ablenkung deine Texte schreiben. Das ist aber, ah, da gibt es ja auch so viel Zeug in die Richtung. Also $200 für das Kit finde ich aber auch übertrieben. Im Preis finde ich schon ein bisschen hart, ja. Also für jetzt das, um das Geld kaufst du einen PC. Ohne Internet, ja. Ja, Eben, dann hast du ein altes Notebook ohne Internet, keine Ahnung, hast du ein Windows XP drauf, wärst du auch nicht abgelenkt. Da kannst du genauso gut schreiben. Eher Ja, nicht, also, was, also das ist auch wieder so so Hauptsache, ich habe was anderes. Ja, also man wird jetzt wahrscheinlich in ein paar Jahren oder so mal nächstes Jahr die ganzen Hipster beim Starbucks sitzen sehen mit so einem Zero-Writer Keep, nein, ich mit so glaub, einem das geht, Zero-Writer-Dings und mit so einem komischen iPad-Airbot. Ich warte aus Revival, dass sie wirklich eine komplette Schreibmaschine mit sich mit zum Starbucks tragen. Oh, aber da habe ich schon einmal welche gesehen, so eine komischen Leute. Ja, das überrascht mich jetzt Ja. Auch nicht. Also, weil es hat ja so, ich habe bei Willhaben, ich habe so alte, kleine, mobile Schreibmaschinen gehabt. Die habe ich einfach verkauft und die hat mir wirklich jemand abgekauft. Ich war Ach überrascht. so, okay. Ich hab gemeint, du wolltest eine Ja. kaufen. So. Nein, was soll ich mit so einem Grafen? Echt? Gibt es sowas, oder? Ja, es gibt sowas. Es gibt, es hat so, klar, es hat früher für die Wie Leute, nennt man die das? geschrieben haben, das waren kleine Schreiben. Warte mal, wie hat denn das geheißen? Das hat einen Namen dafür. Wie heißt denn das? Das sind so Kofferschreibmaschinen. So, ich die weiß aber. Cornelia. Ja, genau so in die Richtung, genau. Ja, das Zeug ist nach wie vor super schwer im Verhältnis. Ja. Und vor allem, ich habe ein Problem, ich mit meinen zarten Fingerchen, ich da schreibe es auf die Tasten nicht einmal gescheit. Ah, okay. Du hast nicht die Ich habe diese körperliche, Fingermuskulatur du gar hast nicht. nicht die körperliche Befähigung, eine Taste mit extrem hohem Tastenhub zu Weißt du, wie rocken. schwer das zum Drucken ist? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, ja. Aber Ja, ich bin ja ein trainierter Dude. Also von dem her. Aber was tust du mit deinen Fingern? Hebst du mit deinen Fingern 3 Kilo auf? Ohne Probleme. Mit einem Finger. Ohne Probleme. Warum nicht, ja? Schau, das ist das. Das ist die. Ja, und für was braucht man das? Um die Finger zu trainieren, dass falls mal der Fallout kommt, dass ich nachher immer noch in eine Schreibmaschine reinhauen kann. Ja, was schreibst du denn rein? Scheiße. Scheiße, ja. Kapitel 1, mir fallen die Haare aus. Der atomare Fallout. Oh, stimmt. Das war schon davor der Fall. Ja, aber was willst du mich denn aufschreiben? Na das war jetzt natürlich ein Scherz. Ja, okay. Also das ist, also davor kaufe ich mir das iPod-Imitat, bevor ich mir das kaufe. Na, dafür ja, wurscht. Okay.